Moin Moin und herzlich willkommen bei den Vape Watchers. Ich habe euch heute was Neues von Dynavap mitgebracht, und zwar das Armored Cap. Das ist einfach nur eine Heizkappe, quasi, die man als Ergänzung für den Dynavap kaufen kann. Ich habe das hier auf meinem Wong 21 drauf. Guck mal, hier ist eine normale Heizkappe im Vergleich dazu. Wie kennen wir, ne, wenn wir Dynavaps nutzen, die kennen wir alle. Der Unterschied der Armored Cap ist, dass die deutlich mehr Masse hat. Also das ist quasi die normale Kappe. Ne? Ich glaube, hier drin sieht man es vielleicht sogar ein bisschen. Da ist noch sowas, das erinnert daran. Also das könnte die normale Kappe sein, aber mit einem richtig dicken Metallmantel drumherum. Genau. Und Sinn und Zweck der Armored Cap ist es, eine Extraktion der Kräuterkammer in einem Heizzyklus hinzukriegen. Und genau aus dem Grund habe ich mir das auch angeschafft, weil ich finde, das ist ein ganz interessantes Unterfangen, das zu schaffen. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das schafft die Armored Cap sehr gut. Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden, die Wolken sind groß und lecker. Und man sieht halt nach einem Heißzyklus, das Ding ist auch durch. Also die Röstung ist meist bei mir zumindest recht dunkel. Und das ist ziemlich geil. zur Nutzung der Armored Cap. Anders als bei der normalen Cap, die man ja drehen, also rotieren muss in der Hand, damit der Dynavap richtig erheizt wird, bei der Armored Cap ist das nicht der Fall. Also hier muss keine Drehung so ungefähr, ne, sieht das immer aus, muss nicht stattfinden. Das kann auf einer Seite der Kappe erhitzt werden. Allerdings kann das nicht so erhitzt werden, dass man nur einen Punkt erhitzt, sag ich mal. Also dass ich das Feuer nehme und einfach nur an eine Stelle halte. Ich muss den Diner nicht drehen dabei, allerdings ist es ratsam, die Flamme von oben nach unten zu bewegen, damit sich die Hitze innerhalb der Kammer ein bisschen verteilt und nicht ein Punkt zu dolle erhitzt wird. Ich benutze die Armored Cap allerdings recht wenig mit dem Feuerzeug, denn das ist auch ein weiterer Punkt gewesen, weshalb ich mir die Armored Cap zugelegt habe. Die funktioniert auch mit einem Induktionsheizgerät. Hier ist allerdings auch Achtung gesagt, denn die funktioniert nicht mit jedem Induktionsheizgerät. Aus dem Grund, da die Kammer sehr massiv ist. Also da die hat einen größeren Durchmesser als die normale Kammer und passt deshalb schlichtweg nicht rein. Hier ist mein Ispire Wand auf der falschen Seite. Jetzt ist er richtig rum. Und wir sehen, dass der Dyna-Einsatz drin, wenn ich das reinstecken will, klappt halt nicht. Deshalb, was ich da machen muss, ist den Einsatz rausholen und dann geht das auch. Ist allerdings trotzdem zu bedenken, also bevor ich den Einsatz hatte, habe ich das mit der normalen Kappe auch so gemacht. Und hatte immer so diese, das ist die Anleitung vom TinyMite 1, die hatte ich immer drunter gelegt, ungefähr so. Bei der normalen Kappe war das nicht notwendig, weil ich habe gesehen, da war nie irgendwie eine Spur drunter. Wie ihr seht jetzt bei der hier oben, gibt es schon zwei und das kommt von der Armored Cap. Das heißt, wenn ihr das so macht, würde ich empfehlen, was drunter zu legen. Oder vielleicht kann man da auch Lösungen finden, in dem Wand irgendwas unten einzubauen. Ein Stück Kork oder irgend sowas in der Richtung, damit der Diner nicht auf den Boden geht. Genau. So viel zur Armored Cap. Ich finde das ein geiles Gerät. Kostet, ich glaube, zwischen 40 und 50 Euro. Und ist gut angelegt, würde ich behaupten. Habt ihr das Ding schon benutzt? Mich würde es interessieren, vor allem im Vergleich zur FMJ. Ich habe eine FMJ da, aber ich habe die allgemein so selten benutzt und ich benutze die so selten, dass ich mir nicht anmaßen möchte, die Nutzung dieses Dings richtig beurteilen zu können, also vor allem des FMJs. Daher zögere ich noch mit dem Vergleich, sage ich mal. Ich habe aber den Eindruck, mit der Armored Cap ein bisschen weniger Aufwand zu haben, da ich eben nur einen Teil habe, versus zwei Teile bei der FMJ. Ach so, ja genau, zu guter Letzt ist mir gerade noch eingefallen, einen Teil habe ich da bei der Armored Cap. Allerdings ist dieses Teil sehr, sehr heiß für eine sehr, sehr lange Zeit. Dann brauche ich noch eine Lösung, wie ich die Kappe von dem Diner runterkriege, nachdem ich die erhitzt habe. Denn die bleibt heiß für wirklich lange Zeit und die sitzt da auch echt fest drauf. Ne? Guck mal, wenn ich die runterholen will, zieht es bei mir die Spitze aus dem Diner raus. Zack. Und auch so, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Und wenn das dann heiß ist, also ich habe mir schon alles, sieht man jetzt nicht meine Wunden vom Vape in der Armored Cap in den letzten Tagen.
Aber ja, das ist ganz schön heiß, das Ding. Das kann ich aus Erfahrung berichten. Jawohl, das war's von der Armored Cap. Reingehauen und bis zum nächsten Mal.